Sexismus ist ein sehr, 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 sehr relevantes Thema noch. Wir sollten das... Warte mal kurz. Okay, Leute, ich schiebe gerade ein bisschen Panik, weil es riecht gerade extrem verbrannt hier und ich sehe nicht, dass die draußen grillen. Aber ich glaube mal, es würde Rauch entstehen, oder? Es würde Rauch entstehen, wenn es hier brennen würde, oder? Warum riecht es hier denn so verbrannt, Junge? Was soll denn hier brennen? Ich habe halt so Paranoia immer vor Kabelbrand. Ich habe halt so Paranoia vor Kabelbrand immer. Nein, mein PC ist okay. Ich schätze mal, das kommt von draußen, weil mein Fenster ist offen, aber what the fuck, Alter, mein Glätteisen ist aus. Brandgeruch ist normal in Köln. Ja, Quent, nicht in einem Innenhof. Also es riecht jetzt nicht so stark verbrannt immer bei mir. Oh mein Gott, Alter. Nee, also ich würde mal sagen, das kommt von draußen. Ich sehe nichts, was brennt. Ich sehe keinen Rauch, deswegen ignorieren wir es jetzt einfach mal. Vielleicht hat jemand sein Essen abgebrannt, es kann sein. Aber hier ist nichts. Meine Herdplatte ist aus, mein Glätteisen ist aus. Aber das stinkt so, ne? Das stinkt so abartig. Naja, egal, Leute, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Wenn ihr irgendwas seht, wenn ihr irgendwie Feuer im Hintergrund seht oder Rauch seht, dann sagt mir bitte Bescheid, okay? Guck mal im Keller oder so, oder Treppenhaus. Nee, das kommt vom Fenster. Das kommt auf jeden Fall. Im Bett riecht es am schlimmsten. Und da ist halt das Fenster offen. Deswegen schätze ich mal einfach, das kommt von da und von draußen. Es geht auch nicht um Instagram, es geht hier auf Twitch. Alter, stinkt das. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ich muss kurz ein Feuer löschen. Wisst ihr was, Leute? Das war's. Ich hör auf zu rauchen. Das war's, Alter. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, ich zitter. Ich zitter. Oh mein fucking Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Also Leute, ich habe draußen, ne? Ich habe so zwei Blumenkübel, ja? Die sind keine Blumenkübel mehr. Das sind mittlerweile Aschenbecher Nummer 2 und 3. Und ich habe vorhin... Das ist anderthalb Stunden her, Bruder. Das ist anderthalb Stunden her. Habe ich vorhin eine Kippe noch geraucht, hab die dort ausgedrückt und diese fucking verkrumpelten Blumen haben jetzt endlich mal Feuer gefangen. Endlich mal! Nach Monaten, wo nichts passiert ist, wo ich jedes Mal dachte, ach, bestimmt brennt irgendwann mal was, hat es jetzt Feuer gefangen. Meine fucking Blumen, die seit einem Jahr nicht mehr blühen, haben Feuer gefangen. Nach anderthalb Stunden aber, what the fuck, Alter, wie lange braucht das denn? Oh mein fucking Gott, Alter, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich denke die ganze Zeit so, was riecht denn hier so, das riecht doch nicht normal. Ich habe auch immer noch Angst, ich habe immer noch Angst, dass da noch irgendwas kokelt, weil ich habe da gerade 5 Gläser Wasser drüber gekippt. Aber ich safe, wenn da gleich nochmal irgendwas passiert, ne, ich muss das im Auge behalten, Leute. Fuck, Alter, fuck my life, Junge. Hätte jemand Feuerwehr gerufen, ey, wirklich. Oh mein Gott, aber wahrscheinlich hat das noch irgendwer gerochen, weil es ist ja hier so krass reingezogen. Ich dachte mir auch gerade so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss gleich nochmal gucken gehen, Alter. Gott will sagen, du sollst aufhören zu rauchen. Ja, ich weiß. Es ist jetzt wirklich ein Zeichen. Es hat angefangen zu brennen. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war erst so... Und dann dachte ich mir, komm, ich mache einfach Wasser drüber. Hab jetzt 5 Gläser Wasser. Ich hoffe, es hat gereicht, Alter. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Also ich denke mal so, meine Gardinen werden jetzt gut stinken immer. Aber ich glaube, da kokelt nichts mehr. Hey, das kommt vom Innenhof. Ja, es ist ja Innenhof. Es hat nicht hier drinnen gebrannt. Es hat auf dem Balkon gebrannt. Zur Not Feuerlöscher. Ich habe keinen Feuerlöscher, aber ich habe eine Feuerdecke. Ich habe auch kurz überlegt, nehme ich jetzt die Feuerdecke? Aber ich dachte mir so, das wäre jetzt Waste auf Feuerdecke. Weil die kann man ja nur einmal benutzen. Und da hat doch Wasser gereicht. Da hat legitim auch Wasser gereicht. Was ist das denn jetzt hier schon wieder, Alter? Meine Fresse. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen, Alter. Gerade for real Angst. Spitel, ich auch.
Ich hatte auch Angst. Aber gut, dass ich so eine gute Nase habe und sowas immer so schnell bemerke. Schnell. Das brennt wahrscheinlich schon seit anderthalb Stunden. Seit anderthalb Stunden kokelt da schon was. Wir hatten alle Angst. Ja, safe. Vor allem komme ich so und sag so, ja, ich muss gerade ein Feuer löschen. Irgendwie will die Welt dir was sagen. Ja, dass ich meinen Blumenkübel nicht als Aschenbecher benutzen sollte. Was verpasste ich? Ach, nur ein Feuer. Nur ein Feuer, Kitty. Nur ein Feuer hast du verpasst. Okay, nur ein Feuer geht doch. Ja, Feuer. Ja, live on stream hat's gebrannt, aber ja. Crazy, ja.